Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Ihr werdet jetzt eventuell denken, dass ich mich nur für Sonic entschieden habe. Allerdings habe ich überraschend viel Rückmeldungen bekommen und mir jetzt gedacht, am besten mache ich einfach Sonic und Tails of Symphonia. Ich weiß nicht, wie gut ich die beiden parallel zusammen hinkriege, aber naja, versuchen kann man es ja mal. Jo, das Intro weckt schon die ein oder andere Erinnerung. Zumindest in mir jetzt. File select. Dann löschen wir mal hier eine Datei, denn so wie es aussieht, habe ich keinen Speicherplatz mehr frei. File select. Jo, schauen wir erstmal in die Optionen, was wir hier überhaupt einstellen können. Bildschirm können wir hier ändern, aber ich würde fast sagen, sonderlich wichtige Sachen gibt es hier nicht, außer dass der Text in Deutsch sein soll, bitte. Und, naja, okay, Sprache, Englisch, nicht Japanisch. Jo, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Nehmen wir die Hero-Story und fangen einfach mal an. Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're en route. Everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured Hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Didn't copy that. Hedgehog over. Is gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? In. Over. Und da kommt da unser Sonic. Ich frage mich in dem Fall tatsächlich, wie er es geschafft hat, so eine Rippe aus dem Flügel rauszureißen, ohne dass das Flugzeug abstürzt. Entkomme dem verfolgenden Militär. Die Frage ist jetzt, wieso wird Sonic vom Militär verfolgt und wieso fahren wir überhaupt mit einem Surfboard hier? Naja. Ja, das war fail. Ich habe gedacht, wenn ich A gedrückt halte, dann springe ich noch nicht sofort. Und die Steuerung ist hier übrigens schwerer, als es aussieht. Also ich muss da so ein klein bisschen zur Seite lenken und schon haut er mir alles um die Ohren. Und ich krieg hier absolut keine Sprünge zustande. Mann, 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 Mann. Was mache ich denn hier? Ah, immerhin einer. Und hier können wir ihn steuern. So, was ist denn das für ein Vieh? Ich bin Omocha, ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, toll. Dann helf mir mal. So ein klein wenig habe ich die Level noch in Erinnerung, aber wie gesagt, nur ein kleines bisschen, denn es ist wirklich einige Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich freue mich auch richtig drauf, das Ganze jetzt nochmals zu spielen, weil ich weiß echt nicht mehr viel davon. B-Knopf. Okay. Cool. Und grinden kommt man auch, das weiß ich noch. Ich krieg da auch an der Seite immer so Punkte, da stand zum Beispiel gerade Great. Und wenn man viele Punkte hat, das kennt ihr sicher aus den Sonic-Spielen, dann kriegt man am Ende vom Level bessere Ränge. Also man wird am Ende, das wissen wahrscheinlich sowieso die meisten von euch, mit Rängen bewertet. Und ja, schon wieder verkacke ich es hier mit dem Sprung. Mensch, Mensch, Mensch. Man wird am Ende des Levels mit Rängen bewertet und, naja, was Besonderes bringen die Ränge eigentlich nicht. Außer, wenn man wirklich alles freischalten will, muss man in jedem Level
auch in jeder Mission von jedem Level Rang A haben. Aber das werde ich hier wahrscheinlich sowieso nicht machen, diesem Let's Play, da das wirklich affenschwer ist, A-Ränge überall zu haben. Erst recht in den schwerer Modus-Missionen. Das ist nicht mehr... treffe ich das Geländer? Nein! Da drauf! Ich will da drauf! Ah, geht doch! Grinden ist immer noch das Tollste an diesem Spiel, finde ich. Diese goldenen Gegner erscheinen nur kurz und verschwinden dann wieder, bringen aber 1000 Bonuspunkte. Nur so am Rande. Und das hier ist eine Ciao-Box, aber da kommen wir später noch dazu, was dieser Schlüssel jetzt bringt. Und ich renne jetzt mal nicht zu unserem Omo-Ciao, der soll mal nix sagen. Das hier kennt sicher die meisten Sonic-Fans von euch, aber um es euch nochmal zu sagen, das sind Checkpoints, die mit den blauen Knubbeln dran. Und da, wenn ich krepiere, dann kann ich da quasi nochmal neu starten. Ich muss nicht das ganze Level von vorne machen. Ich kann's gar nicht oft genug sagen, wie viel Spaß das wieder macht. Einfach mal nach ein paar Jahren dieses gute alte Spiel zu spielen. Ich glaube, das war das erste Spiel, was ich auf meiner Gamecube hatte. Ursprünglich auch der Grund, wieso ich mir die Gamecube überhaupt gekauft habe. Weil mein Onkel hatte die... Ach, verdammt! Hatte früher die Original-Sonic-Spiele, also die ersten, auf einer Dreamcast von Sega. Und ich habe das als kleines Kind immer gespielt, wenn ich bei ihm war. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen von den Sonic-Spielen. Als ich dann irgendwann davon gehört habe, dass es auf GameCube jetzt Sonic in 3D geben soll, und ich wusste damals auch noch nichts davon, dass es das Spiel schon vorher auf der Dreamcast gab, aber da wollte ich auf jeden Fall auf jeden Fall diese GameCube haben und habe meine Eltern zugebettelt, mir das zu kaufen zum Geburtstag, damit ich das spielen kann. Aber ich würde sagen, hat sich gelohnt. Und Grinden! Der war doch ein guter Sprung. Übrigens, wahrscheinlich erkläre ich hier viel zu viel, aber diese Ringe bringen am Ende vom Level auch Punkte, je nachdem wie viele man hat. Allerdings verliert man, wenn man von einem Gegner getroffen wird, alle seine Ringe. Und wenn man getroffen wird, während man gerade keine Ringe hat, dann stirbt man. Und hier werde ich gerade von einem Monster Truck, nicht Monster Truck, was sage ich denn? Laster, riesigen Laster von Militär, glaube ich, da steht Gun drauf. Das stand darauf, den Hubschrauber drauf verfolgt. Was irgendwie nicht sonderlich schwer ist auszuweichen. Ich muss hier eigentlich nur nach unten gedrückt halten. Und ein paar Ringe einsammeln. Hopp, schneller, 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 schneller. Das war die Spin-Attacke. Wenn ich B gedrückt halte, kann ich quasi aufladen und in irgendeine Richtung einen Spin-Dash machen. Und das hier ist quasi das Ziel des Levels. Man sieht es auch, steht Goal drauf. Und höchstwahrscheinlich habe ich jetzt einen total schlechten Rang, weil ich krepiert bin und zu viel rumgestanden bin, nachdem ich alles erklärt habe. Komm, mach schneller. Rang E, der schlechteste, den es gibt. Wen wundert's? Aber immerhin das Level geschafft. Und hier kriege ich auch mein erstes sogenanntes Emblem. Es gibt davon 180. Und wenn ich alles freischalten will, muss ich quasi alle Emblems holen. Das ist aber wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, wie gesagt, und wird wahrscheinlich nicht in diesem Let's Play stattfinden. Und diesen Ciao-Key, den ich vorher angesprochen habe, der bringt uns, wenn wir das Level beenden, in die Ciao-Welt. Hier sind wir gerade in der Lobby. Ein Nachteil hat das Ganze. Ich kann auf der Memory Card nicht mehrere Ciao-Spielstände haben. Das heißt, die sind unabhängig vom Sonic-Spielstand. Ich habe jetzt hier also schon meine originalen Ciaos in dem Garten und fange nicht komplett neu an. Aber ich weiß gar nicht mehr, was hier überhaupt für Viecher drin waren. Ich werde mich jetzt mal umschauen. Da können wir, glaube ich, welche aus dem sogenannten Bankfach oder so rausholen. Pick up. Ich glaube, das war's. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, das war irgendwas mit einem Gameboy. Move? Na. Ich glaube, das ist nur innerhalb der Memory Cards, dass ich hier moven kann. Naja, oder ich habe mich geirrt. Vielleicht gibt's auch gar keine Ciao-Bank. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So. Ciaos sind auf jeden Fall solche kleinen Viecher, die man, um die man sich mehr oder weniger kümmern kann, die man großziehen kann und auch verstärken kann mit diesen Röhren. Wenn ihr aufgepasst habt, die Gegner, die ich in dem Level besiegt habe, die haben diese Röhren hier gedroppt. Wenn ich die jetzt einem Ciao gebe, der hier gerade rumläuft, zum Beispiel dem da, dann nimmt er das und, ihr seht,
Swim hat sich um 2 Punkte verbessert. Geben wir dem mal hier alle unsere Sachen. Können wir vielleicht, wobei, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal gemeinsam versuchen, so einen Chao großzuziehen, so einen neuen? Während wir das Spiel zocken. Beendet der jetzt die Sache? Was für ein Mist! Ich dachte, man kann in die Lobby wieder rausgehen. Ja, okay, mein Fehler. Und da ist ein Riesenroboter. Auch vom Militär nehme ich mal schwer an. Ich wüsste jetzt nicht, was sonst irgendwelche Roboter auf mich schicken sollte. F6T Bigfoot. Ground and Air Unit Defense. Stand da zumindest, glaube ich. Wie ging der? Lass ich den angreifen? Es passiert nichts. Ja, ich glaube, das soll ziemlich passieren. Ich renn mal weg. Vielleicht passiert noch irgendwas anderes. Schießt mit Raketen. Und... Ah, okay, so treffe ich den also. Ich muss warten, bis der in seiner Bodenphase ist. Und dann muss ich auf sein Cockpit draufspringen. Dann... Los, schieß! Ich mache hier meine Matrix-Moves, um den Maschinengewehrkugeln auszuweichen. Man sieht, das Spiel ist richtig hart und voll dabei. Nicht für Leute unter 16 geeignet. Okay, das war dumm. Richtig dumm. Warte mal, ist in den Kisten irgendwas drin? Ich will Ringe haben. Oh, die Kisten hat das Vieh schon alle zerstört mit seinem Maschinengewehr. Das ist ja blöd. Ich muss ihn, glaube ich, wenn ich mir oben die Lebensleiste anschaue, noch zweimal treffen. Ich glaube, ich kann den, so wie es aussieht, angreifen, bevor der seine Raketen abschießt. Und ich habe den jetzt auch gerade zweimal getroffen. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Und gewonnen! Gibt's ja auch einen Rang. Mal gucken. Zack, 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 zack. Komm, mach. Ach, gibt keinen Rang. Verdammt. Schade. Ich bin still. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on. The military has mistaken me for the likes of you. So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! I'm the world's ultimate life form. There's no time for games. Farewell! Und da wird er wieder gefangen.